Ich würde es auch tun. Jetzt wird spicy, meine Freunde. Das ist mein neuer Song. Der heißt Würde es auch tun. Der Song geht nicht um einen Ex-Freund, sondern um die Ex-Freundin meiner aktuellen Liebe. Ich weiß nicht, ob sie mich hasst. Ich weiß, vielleicht haben sich die einen oder anderen so ein bisschen Spice in dieser ganzen Story gewünscht. Ich kann euch nicht sagen, ob sie mich hasst oder nicht, aber falls du es tust, ich würde es auch tun. Ich verstehe dich zu 100% und ich weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn dir jemand das Herz bricht und dann jemand anderen findet. Ganz ehrlich, ich war auch mal eine sehr eifersüchtige Freundin oder vielleicht auch Ex-Freundin und habe dann schwer damit umgehen können, wenn ich wusste, okay, dass vielleicht mein Ex-Partner oder so jemand Neues gefunden hat. Und mit dem Song wollte ich einfach nur zeigen, dass ich am Ende des Tages voll Verständnis mit dir habe. Ich bin dir nicht schuldig, aber trotzdem, nur dass du weißt, ich fühle dich und ich hoffe, dass es dir gut geht und ich hoffe, dass dich das alles nicht abfuckt. Und ich glaube, insgesamt ist das eine coole Perspektive, die man vielleicht noch nicht so oft irgendwie in Songtexten gehört hat. Und mir ist vor allem halt in meiner Musik immer wichtig, dass ich kein Girl-Hate spreade, sondern da auch immer supportive bleibe. Deshalb kann ich dir nicht übel nehmen, wie du über mich redest. Wenn jede Geste, die dir fehlte, jetzt kein Problem ist, bei uns Normalität ist. Diesen Song habe ich gemeinsam mit Alex Isaac, einem unglaublich krassen Producer und auch Songwriter aus Mannheim, geschrieben und mit dem Songwriter Tom Hengelbrock. Ich habe auf jeden Fall meine ganze Jugend lang fast nur Soul und R&B gehört, wo ich auch meinte, ey, eigentlich hätte ich voll Bock, auch mal wieder irgendwie sowas mittempomäßig, was vielleicht irgendwie so einen Neo-Soul-bouncigen Vibe hat, zu machen. Und wenn nicht mit denen, mit wem sonst? Wir haben so Musik gehört wie Olivia Dean, aber andererseits auch Indie-Pop wie Holly Humberstone, wo man meint, okay, das ist irgendwie eine Vibe-Richtung, auf die ich Bock hätte. Ich bin, glaube ich, noch nie aus 3-Tagen-Session mit so viel wertvollen Inhalt rausgegangen. Also das sind unglaublich tolle Jungs und ihr könnt euch auf jeden Fall noch auf mehr Songs freuen, die ich mit denen gemacht habe, weil das ist eine sehr gefährliche Kombi, glaube ich, die ich mit den Jungs gefunden habe. Ich würde es auch tun.